Hallo, Pepe. Oh, Tag Samson, was treibst du denn hier? Ah, wieder mal Eisbein, damit du groß und stark wirst. Fein. Sehr schön, aber darüber kann ich nicht lachen. Das kann ich verstehen. Ja, was halten Sie dann von diesem flotten Scherzartikel hier, mein Herr? Eine freudige Überraschung für die Frau Gemahlin, das rasende Ungeheuer. Wenn Sie es loslassen, springt es längere Zeit wild und lustig umher. Stimmt, aber darüber kann ich schon lange nicht mehr lachen. Sagen, bitteschön. Was halten Sie hiervon? Ist auch nicht komisch. Auch nicht komisch. Pardon. Dann habe ich hier noch etwas. Wenn Sie einem lieben Gast die Hand geben, erhält er sogleich harmlose elektrische Schläge und die fröhliche Stimmung ist von Anfang an gesichert. Darf ich mir erlauben? Sehr, sehr komisch. Wenn er mir nur eine runterhaut? Ja, dann erst recht. Was glauben Sie, wie dann die Stimmung noch steigt? Ja, das ist eine Nase. 1,50. Darf ich Sie ihn einschlagen? Das würde ich Ihnen nicht raten. Ha, sehr komisch. Verzeihung. Okay. Oh. Was hast du? Wird dir schlecht? Ja, immer wenn ich Milch sehe. Pepe trinkt auch nur Schnaps. Dann bring ihm einen. Danke für den Samson. Wie geht's sonst? Was hast du zu tun? Ja, laufend, laufend. David. Den ganzen Tag bin ich auf dem Bein. Schiebe Reklame für Teddys Saubersalon. Hat er den Laden noch immer? Dass der sich wohlfühlt darin? Weißt du, ob er sich wohlfühlt darin? Warum geht er nicht zum Varieté zurück? Ein Artist wie er, der für die ganze Welt ein Begriff war, der jede Gage verlangen konnte? Er kann nicht mehr, Samson. Damals, als die Sache mit seinem Jungen passierte, war es was in ihm kaputt gegangen. Ist nicht mehr zu reparieren. Schade, sehr schade. Artisten gibt's wie Sand am Meer. Aber Clowns wie Teddy, höchstens 4 oder 5. Nicht mehr lange. Die großen Clowns sind ausgestorben. Leider nur beim Varieté. Ja. Was halten Sie von diesem Universalknaller hier? Wird sehr gerne gekauft. Wenn man sich darauf setzt, ertönen täuschende Laute, die in jeder lustigen Gesellschaft die Wogen der Heiterkeit noch höher schlagen lassen. Bitte nochmal. Ja. Sehr komisch. Was finden Sie komisch? Verzeihung. Sei still, die legen wir jetzt rein. Kannst du einen Elfmeter schießen? Na klar, Mann. Also los, wetten, dass ich jede Bombe halte? Hier ist noch ein reißender Scherzartikel. Wenn man ihn zu Boden fallen lässt, erzeugt er ein Geräusch, wie wenn Glas zu Bruch geht. Jokus, die klirrende Fensterscheibe. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Der Spaß kostet mindestens 80 Mark. Nee, so viel wollte ich gar nicht annehmen. Sehr komisch. Die Lausebengels, wer war das? Wer ist das gewesen? Ich habe gleich gewusst, dass er meine Bombe nicht halten kann. Ich möchte wissen, wer die Fensterscheibe zerschlagen hat. Wenn Willi meine Bombe gehalten hätte... Hast du das gemacht? Ich glaube. Ein Glück. Dass du jetzt nicht gelogen hast, dann hätte ich die Hose stramm gezogen. Im Gegenteil, wenn ich gelogen hätte, dann wüsstest du ja gar nicht, dass ich es gewesen bin. Marsch rein hier. Los. Herr Lenke, ach, die schöne Scheibe. Hast du was getan? Natürlich, das sehe ich dir ja an. Schämst du dich denn nicht? Warum denn, Tante Birma? Sagst du immer, Scheibe bringt Glück? Herr Lenke, was sagen Sie zu dem Jungen? Nichts, Fräulein Birma. Bitte, wie Sie wollen, Herr Lemke. Ist ja schließlich Ihre Scheibe. Aber ein Unglück kommt selten allein. Die Artistenklause hat angerufen. Sie sollen Pepe abholen. Ach, auch das noch. Ist er wieder... krank, jawohl. Ich weiß nicht, Onkel Pepe ist wieder besoffen. Ui, wo hast denn dieses hässliche Wort hier? Das hast du doch selber mal zu Onkel Pepe gesagt. Ach, ich glaube, es ist die höchste Zeit, dass du ins Bett gehst. Ohne Essen? Nein, nein, natürlich nicht. Das mache ich dann gleich, wenn ich zurück bin. Du kannst inzwischen ein bisschen aufräumen, ja? Ich bin nämlich seit heute früh nicht mehr in der Wohnung gewesen. Trautes Heimglück allein. Ah, ich brauche wieder eine Frau. Was, Fräulein Biermann? Das wollten Sie doch sagen, oder nicht?
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Du, Papa, für was braucht man eigentlich eine Frau? Oh, zu allerhand. Zum Strümpfe stopfen, zum Hosenbügeln und zum Essen kochen. Mehr nicht? Nein. Das machen wir doch alles selber. Na eben. Deswegen bleiben wir ja auch allein, mein Kerlchen. Für immer? Für immer. Ehrenwort? Ehrenwort. Ach, guten Tag, Herr Lemke. Guten Tag. Das ist der gerühmte Teddy. Hast du ihn nie gesehen? Leider nicht. Er brauchte nur den kleinen Finger zu bewegen. Und schon raste das Publikum. Ja, ja, der Zahn der Zeit. Ich sehe ihn noch auf der Bühne in seinem großen Balanceakt. Ja, war ausgezeichnet. Und was ist er heute? Ein altes, müdes Wrack, morsch und ausgepumpt. Na, vollgepumpt, ne? Teddy. Na, das ist aber eine Freude, Sie mal wiederzusehen. Ah, wirklich, Herr Miller? Obwohl Ihre Agentur keinen Hosenknopf mehr an Teddy verdient. Wer denkt denn gleich an Geld? Es freut mich ehrlich, dass Sie sich wieder unter Kollegen blicken lassen. Wollen Sie sich wirklich endgültig in Ihrem Laden vergraben? Bin zufrieden, brauche nichts mehr. Wie lange sind Sie jetzt aus dem Beruf heraus? Na, das könnte doch am besten an Ihrem Bankkonto feststellen, nicht? Leider. Leider. Ja, und das, was Pepe getrunken hat? Macht zusammen 9,20 Mark. Alles Reklame und Kosten. Dankeschön, schön gut. Oh, danke. Aber Samson, Pepe ist doch mein Freund, seit 20 Jahren. Alle auf, Pepe. Komm, nach Hause. Ich geh weg, ich bleib da. Pepe! Nein, lass mich. Teddy, du entschuldige. Bitte, komm. Komm, wieder schauen. Sorgfältig gewaschene Rosinen, hat sie gesagt. Eier?
Mehl, Zucker, Salz. Es wird aber lecker, Jumbo. Was? Mal ein schlimmes Ende nehmen. Ruhig, aber Fräulein Biermann. Den Namen höre ich schon wieder durch. Nein, hier geblieben, seien Sie so nett und bringen Sie ihn ins Bett. Ich muss mich um den Jungen kümmern. Eigentlich habe ich ihm das Zimmer ja ohne Bedienung vermietet, aber weil Sie sind, Herr Lemke. Wenn er betrunken ist, kann ich ihn nämlich nicht ausstehen. Pepe. Bitte. Ins Bett bringen. Bitte. Oh, weia. Nu, was machst du denn da? Eierkuchen backen, ich krieg mich lustig auf die andere Seite. Na ja, das macht man ja auch nicht so. Gib mal her. Oh, das ist ein Ding. Pass mal auf, das macht man anders. Jetzt pass auf, mit Schwung. Woher weißt du übrigens, wie man Eierkuchen macht? Das hat mir die Tante da am Telefon gesagt. Ist nicht wahr. Jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Appetit. Das ist gut. Guten Appetit, meine Herr. Aber ich sage dir, das ist aber jetzt das letzte Mal. Ja? Also ich zähle. Ja. Eins, zwei, drei. Psst, Junge, nicht verraten. Boah, aber ich kann nicht mehr. Uli. Uli! Hurra, ich hab gewonnen! Was gewonnen? Gewonnen, geschwindelt hast du! Ja. Ja, geschwindelt hast du, das merkt man doch. Das fühlt man an der Nase. Hm. An der Nase? An der Nase, natürlich. Die wird ganz hart, wenn man schwindelt. Hm. Na? Jetzt fühle ich es auch. Siehst du? Das kann ja heiter werden. So ist es. Komm raus, raus jetzt. Schnell abtrocknen und dann marsch ins Bett. So. Komm, Jumbo. Du, Papi, ich drücke überhaupt noch ein Geräusch. Hier. Wofür? Weil ich den ganzen Tag artig war. So, und die zerbrochene Fensterscheibe? Aber ich hab doch die Wahrheit gesagt. Lausjunge. Junge. Hopp, hopp, Junge, hopp, hoppa. Platzi, Platz, Platz, hab ich nicht. So, sogar. So, na, wo ist Jumbo? Der ist immer in die Küche gelaufen. Na fein, mein Süßer. Also, dann beten. Gott, ich danke dir, weil du mich heute vor allem in Heil bewahrt hast, bis auf die Scheibe. Bitte beschütze meinen lieben Papi, Onkel Pepe, Tante Biermann, Jumbo und die liebe Mami. Ja, und die liebe Mami. Was ist denn los? Was machst du denn jetzt? Ich wiederhole, meinen lieben Papi, Tante Biermann und die liebe Mami. Amen. Warum hast du jetzt wiederholt? Vorsichtshalber. Sag mal, Papi, kennt der liebe Gott eigentlich die Mami? Natürlich kennt er sie. Aber ich kenne sie doch nicht mal. Der liebe Gott kennt alle Menschen. Auch die Mami. Auch wenn sie in Amerika ist? Sicher. Er ist doch überall. Und ob er auch weiß, was mir die Mami zum Geburtstag schickt? Natürlich. Jetzt aber gut. Mhm. Und ob er auch weiß, was du mir zum Geburtstag schenkst? Na, vielleicht. Was wünschst du dir denn? Dass du mit mir mal auf den Rummel gehst. Ah, na und was noch? Und dass ich alle Kinder einladen darf, dass du uns sehr viel Pudding machst und dass es ganz, ganz lustig wird. Naja. Ist das nicht etwas zu viel? Nein, nein, das geht gerade noch. Mal sehen. Aber jetzt musst du schlafen. Papi, einen Moment noch. Was willst du denn noch? Ich will dich bloß noch etwas lieb haben, weil du so lieb bist. So, glaubst du, dass ich das bin, ja?
Ja, oh ja. Ich weiß gar nicht, wie der liebe Gott ohne dich lange Zeit auskommen kann. Also, gute Nacht, du Lausejunge. Schlaf schön. Nein, zuerst noch unser Lied oder eine Geschichte. Was dir lieber ist, mir ist egal. Na schön. Mir ist auch egal. Also, unser Lied. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genauso müde, gehen jetzt zur Ruhe. Kommt auch der Sandmann, leis tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den Schönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Herr Lemke, wo nehmen Sie nur all die Liebe für Uli her? Im Grunde genommen ist es doch für Sie ein völlig fremdes Kind. Na, 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 Fräulein Biermann. Noch keine Angst. Von mir wird Uli nie erfahren, dass Sie nicht sein Vater sind. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen nicht wehtun. Verstehen Sie das denn nicht, Herr Lemke, dass ich manchmal ein bisschen eifersüchtig bin? Mir ging's doch nicht um die 40 Mark vom Jugendamt, als ich vor 5 Jahren Uli zu mir in Pflege nahm. Ich war immer so allein. Ich wollte einen Menschen haben, für den ich sorgen konnte. Ja, ja, ich weiß. Und dann habe ich Ihnen die Liebe des Kindes weggenommen, ne? Ja. Dabei sind Sie glücklich geworden. Ja. Und den Jungen wäre ich nie über all das hinweggekommen. Denken Sie nie daran, dass eines Tages der Traum für Sie aus sein kann? Nein. Damit müssen Sie aber rechnen. Ich will aber nicht daran denken. Also gut, reden wir nicht mehr darüber. Trinken wir lieber. Am Samstagabend darf man sich ausnahmsweise ein Schlückchen genehmigen. Danke sehr. Auf Ihr Wohl, Fräulein Biermann. Wohl. Trautes Heim, Glück allein. Ja, das Geschäft geht gut, der Junge macht mir Freude. Das will ich mehr. Eine liebende Frau. Haben Sie nie das Bedürfnis danach gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Sie fühlen sich doch auch ganz wohl ohne Mann, nicht? Ach, wenn Sie wüssten, Herr Lemke, wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Ja, dem Prösterchen. Ja, zum Wohl. Mm, der geht aber ins Blut. Bei Ihnen auch? Nein, ich spüre noch nichts. So. Wie Sie stricken können, die Frau, die Sie einmal bekommt, ist zu beneiden. Der Mann, der Sie bekommt, aber auch. Och, Herr Lemke, Sie sind ein ganz Raffinierter. Sie bringen es noch fertig und Sie verdrehen mir vollkommen den Kopf. Flick's nochmal, jetzt habe ich eine Masche verloren. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie gehen direkt am Leben vorbei, Herr Lemke. Sie müssen das Leben packen, da, wo es am interessantesten ist. Wenn ich nur daneben greife? Och, Sie greifen doch nicht daneben. Ein Mann wie Sie in den besten Jahren, Sie erobern jede Frau. Ich meine, das Leben im Handumdrehen. Sie sind so liebenswürdig, Fräulein Biermann. Nein, nur vergnügt. Herr Chedi. Nach dem Prösterchen. Ach, jetzt wollen wir aber lustig sein. Oh, das vielleicht ein andermal machen. Ich kann nämlich leider heute nicht. Hab morgen große Wäsche. Kommst du mit zum Essen, gell?
fertig? Nein, Roy holt mich ab. Wir wollen gleich hinausfahren. Roy möchte mir in Sunhill ein Landhaus zeigen, das man ihm angeboten hat. Oh, Sunhill, da möchte ich auch mal wohnen. Wann heiratet ihr eigentlich? Ach, wenn es nach Roy ginge, wahrscheinlich noch heute. Du, das klingt aber nicht sehr begeistert. Stimmt etwas nicht zwischen euch? Das kann ich dir nicht erzählen, Mabel. Im Grunde sind wir uns natürlich vollkommen einig, aber... Was aber? Das verstehe ich nicht. Roy liebt dich, er verdient anständig. Was willst du eigentlich mehr? Tja. Gerti, ist was? Mir kannst du doch sagen, was los ist. Ich habe es bis heute nicht mal Roy sagen können. Da kommt er ja. Hallo, Darling. Entschuldige, ich komme direkt von der Prüfstrecke. Ja, das merkt man. Na, Roy, wie viele Wagen hast du heute zu Schanden gefahren? Ich habe unser neues Modell eingefahren, nicht kaputt zu bringen, sage ich euch. Komm, steig ein. Wiedersehen. Vergnügtes Wochenende und brecht euch nicht den Hals. Keine Angst, ich werde schleichen, werde stecken. Wiedersehen. Ach du Schreck, was macht ihr denn da? Wir spielen Schneegestöber. Wer von euch hat denn das ausgeheckt? Jumbo, wir haben seinen Kuchen im Kissen versteckt und der hat ihn natürlich gefunden. Ah, du bist aber ein ganz schlimmer Lümmel, du, dass du den braven Kindern immer solche Sachen beibringen musst. Hm? Guck mal, Uli als dummer Auge. Sieh das aus. Gar nicht mehr böse, nein. Weißt du, ich wollte euch bloß überraschen. Wer hatte denn gesagt, wo das Kostüm war? Das habe ich auf dem Boden gefunden, in der großen Kiste, als ich mit der Tante Biermann irgendwann habe Wäsche aufgehängt. Aha. Du tust nicht wieder? Nein, Papi, ich tue es ganz bestimmt nicht mehr wieder. Schon gut. Du bist mir nicht mehr böse? Nein, ich bin dir nicht mehr böse. Aber du warst doch böse. Warum? Ist es nicht dein Kostüm? Nein. Von wem denn? Das erzähle ich dir später mal, wenn du älter bist. Ich bin doch heute älter geworden. 6 Jahre. Erzähl doch. Bitte, bitte. Sieh mal, Uli. Ich hatte einen Sohn. Einen Jungen. Der so alt war wie du jetzt. Ein Brüderchen? Ein Brüderchen. Wie hieß das? Genau wie ich. Teddy. Und von wem ist das Kostüm? Ja. Und ich hatte genau dasselbe. Und so sind wir abends auf die Bühne gegangen. Auch im Zoo, sonst im August? Ja, auch da. Jeden Abend. Vor vielen Menschen. Und haben Spaß gemacht. Und die Leute haben geschrien vor Lachen. Wo ist denn der kleine Teddy jetzt? Der ist gestorben. Ganz plötzlich. Und seitdem kann ich keinen Spaß mehr machen. Weil er keiner mir dabei hilft? Jetzt hast du doch wieder einen Jungen. Mich? Jetzt könntest du doch mit mir Spaß machen. Ja. Jetzt habe ich wieder einen Jungen. Gute Nacht. Gute Nacht, Papi. Schlaf gut. Schlaf auch gut. Thank you.
saß früher. Ganz plötzlich hat es mir wieder gebrochen. Jeden Tag arbeiten. Miller. Ich hab's ja immer gewusst, dass wir noch mal ins Geschäft kommen werden, Teddy. Glauben Sie? Natürlich. Die Nummer verkaufe ich doch im Schlaf. Oder darf ich nicht? Na, wenn Sie wollen. Abgemacht, Teddy. Hm. Die Provision kriegt Pepe. Der hat sie doch wohl wieder auf die Sprünge gebracht. Nein, nein, das ist der Irrtum. Es war nicht Pepe. War mein Kleiner. Mein Uli. Was? Wird es unser Haus sein können. Roy, ich muss dir ein Geständnis machen. Da bin ich aber neugierig. Ich hätte es dir längst sagen müssen. Ich habe ein Kind. Ein Kind? Ja, einen 6-jährigen Jungen. Wo? Drüben in Deutschland. Bei wem? Bei einer verlässlichen Frau, die mir das Jugendamt vermittelt hat. Wann hast du das Kind zum letzten Mal gesehen? Vor 5 Jahren. Kannst du jetzt verstehen, welche Sehnsucht ich nach dem Jungen habe? Warum hast du es denn überhaupt weggegeben? Du weißt doch selbst, wie es nach dem Krieg in Deutschland war. Ich war arbeitslos. Es gab nur 2 Möglichkeiten für mich. Entweder mit dem Kind zu hungern oder mich von ihm zu trennen und von hier aus für den Jungen zu sorgen. Deshalb bin ich damals mit der amerikanischen Familie als Hausgehilfin herübergekommen. Mitnehmen konntest du den Jungen nicht? Du kennst doch eure Einwanderungsbestimmungen. Und zurück nach Deutschland? Das Geld für die Reise habe ich bis heute als kleine Verkäuferin nicht zusammengekriegt. Vor 2 Jahren hatte ich so viel. Da bin ich krank geworden und dann war es wieder weg. Wer ist denn überhaupt der Vater? Du kennst ihn? Oh ja. Ich habe ihn kennengelernt, als er mich mit dem Kind sitzen ließ. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Er existiert nicht mehr für mich. Vielleicht liebst du mich jetzt nicht mehr, aber du musst doch verstehen, Roy, wenn ich den Jungen jetzt endlich zu mir nehmen will. Roy. Roy. Unter diesen Umständen können wir unsere Hochzeitsreise natürlich nicht nach Florida machen. Ja. Sondern wir müssen nach Europa, um den Jungen zu holen. Hm? Roy! Miss Jane Bentley, zum Telefon bitte. Miss Jane Bentley, Sie werden aus New York am Telefon verlangt. Aus New York? Wo musst du gehen? Bye bye. Hallo, Jane. Hallo, Roy. Ist was passiert? Nur eine Kleinigkeit. Ich heirate morgen. Hör zu, du musst mir einen Gefallen tun. Es handelt sich um den Sohn meiner zukünftigen Frau. Er ist in Deutschland. Name und Adresse stehen in der Urkunde, die gestern an dich abgegangen ist. Du gehst zu der Frau hin, zeigst dir das Dokument und kommst mit dem Jungen zum Flugplatz, sagen wir, nach Zürich. Geht das? Vielleicht. Aber sag mal, was soll das Ganze? Eine Überraschung. Der Junge soll meine Frau gleich in Zürich am Flugplatz begrüßen. Alles klar? Gar nichts ist klar. Was ist denn das überhaupt für eine Frau, die du heiratest? Du kennst sie nicht. Sie ist süß. Sie könnte fast deine Schwester sein. Genügt dir das vorläufig? Also in 10 Tagen. Früher kann ich hier nicht weg. Mach's gut, Baby. Na, was ist los?
Stell dir vor, Donald, mein Bruder heiratet. Geschieht ihm recht. Warum soll es ihm besser gehen als anderen Männern? Sag mal, wie liegen eigentlich unsere nächsten Termine? Ja, nur noch hier in Lugano und dann der Abschluss der Tournee in Lausanne. Ich muss nämlich zwischendurch nach Deutschland und für meinen Bruder ein Kind abholen. Wieso? Will er es seiner Frau zur Hochzeit schenken? Hast du Zeit mitzukommen? Na, mal sehen. Wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Das könnte euch so passen hier. Falschspieler. Gesehen? Was? Ja, prima, ja. Was? Mhm. Pass auf. Ah, fein. Darf ich bitten, mein Herr? Was? Was hast du gesehen? Achterbahn. Na ja, natürlich. Guck mal da drüben, was? Oh, weia, die Eier. Dem Sohne einmal ausgeht und dann keiner gern nach Haus geht, dann erleben sie unterwegs die tollsten Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen, und sie machen richtig flott, denn sie tanzen Swing und Hot und sind fröhlich wie der Mops im Balletton. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh, Papi, zeig mir mal etwas von der Stadt. Die Idee ist ideal. Ja, das mache ich glatt. Und dann kriege ich auch vielleicht Eisnussbonbon? Klar, mein Sohn, klar, mein Sohn. Und ein Luftballon. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht und dann keiner gern nach Haus geht, dann erleben sie unterwegs die dollsten Sachen. Mal zum Weinen, mal zum Lachen. Und sie machen richtig flott, denn sie tanzen Swing und Hot und sind fröhlich wie der Mops im Balletton. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wollen Sie zu mir? Das ist aber sehr freundlich. Darf ich bitten, darf ich vorgehen? Also, guten Abend, wieder einzutreten. Sehen sich alles ganz unverbindlich an, kein Kaufzwang. Pepe, ein Stuhl bitte. Nein, danke, ich möchte nichts kaufen. Oh, das ist aber schade. Womit kann ich denn sonst dienen? Ich habe nur eine Frage. Hier soll ein Fräulein Frieda Biermann wohnen. Ja, das stimmt auch, aber Fräulein Biermann ist, glaube ich, jetzt gerade nicht im Hause. Kann ich was ausrichten? Bin der Untermieter. Es handelt sich um das Pflegekind. Ach, Mulli. Hab es angestellt? Nein, Gegenteil, eine gute Nachricht. Ich soll den Jungen zu seiner Mutter bringen. Die Mutter ist auch in Amerika. Ja, sie hat drüben geheiratet und will das Kind jetzt zu sich nehmen. Sie kommen in wenigen Tagen nach Europa, deswegen muss alles etwas schnell gehen. Die Mutter wird später natürlich persönlich bei Fräulein Biermann vorsprechen, um sich zu bedanken und alles endgültig zu regeln. Ja, aber nein, nein, das geht nicht. Wieso? Sie glauben nicht, dass ich das Kind heute schon mitnehmen kann? Das ist ganz ausgeschlossen. Ich habe ja auch gesagt, Fräulein Biermann ist gar nicht hier und ich glaube auch nicht, dass er ohne weiteres das Kind hergeben wird. Wer sind Sie überhaupt? Oh, mein Name ist Jane Bentley. Ich bin die Schwägerin. Im Übrigen habe ich amtliche Unterlagen bei mir. Das geht alles in Ordnung. Pepe. Ich habe noch gehört, Fräulein. Die Dame, die Sie suchen, ist nicht hier. Ist heute nicht hier und die wird auch morgen wahrscheinlich nicht kommen. Ja, was sollen wir denn da machen, Donald? Wir müssen doch morgen nach Lausanne. Nochmal wiederkommen, was denn sonst? Dann sagen Sie der Dame doch bitte, dass ich in den nächsten Tagen nochmal wiederkomme und das Kind dann abhole.
Ja, das wird gemacht. Sieh mal, Teddy. Einmal muss das ja so kommen. Ich hab schon immer gedacht. Ich möchte allein sein. Ich mein's doch gut mit dir. Ach Mensch, bis auf dich. Aber lass mich jetzt. Lieber Gott, sei unser Gast und Segen, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Was ist denn, Papi? Hast du keinen Hunger? Doch. Was ist? Bist du traurig? Nein. Nur etwas müde. Soll ich dich füttern? Einen für Onkel Pepe und einen für Jumbo und einen für die liebe Mutti. Sag mal, Uli, wollen wir verreisen? Oh ja, wohin? Egal, ganz weit weg. Auch nach Afrika? Mhm. Wann denn? Noch heute Nacht. Das Teddy hat die Nerven verloren und ist mit Uli getürmt. Wohin denn? Ich habe immer geahnt, dass Teddy eine Dummheit machen wird, wenn er eines Tages den Jungen hergeben muss. Ausgerechnet jetzt. Geht von einer neuen Karriere und lässt alles sausen. Meine einzige Hoffnung ist, dass er von selber einsieht, wie sinnlos das alles ist und dass er zurückkommt. Hat er überhaupt Geld bei sich? Das wird er schon haben, das, was in der Kasse ist. Damit kommt er nicht weit. Und die Scherereien, die ich haben werde mit dem Jugendamt, vielleicht sogar mit der Polizei, daran denkt er überhaupt nicht. Seht ihr, bin ich doch die Pflegemutter. Lassen Sie nur, das mache ich schon. Ach, Sie. Ja, ich. Aber Sie müssen mir dabei helfen. Und zu keinem Menschen ein Wort. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Einigkeit macht stark. Wie nett Sie sein können, wenn Sie nüchtern sind. Wirklich? Warum muss ich jetzt direkt einen trinken? Gute Nacht. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Wieso, Uli?
Du guckst müde, genau wie gestern Abend. Das sieht nur so aus, Uli. Bin ganz munter. Spinnst du auch nicht? Tatsächlich, deine Nase fühlt sich ganz ehrlich an. Ist das immer noch Deutschland? Ja, das ist Bayern. Und wann kommt Afrika? Gleich dahinter. Fräulein Biermann ist verreist? Ja, wohin weiß ich nicht. Na, und der kleine Junge, der bei ihr wohnt, wer heißt er doch? Uli. Der ist auch weg mit seinem Vater. Seinem Vater? Wer ist denn das? Na, der dem Delan da gehört. Die beiden sind vorgestern mitten in der Nacht abgefahren. Mit dem alten Zirkuswagen, der hinten im Hof stand. Vorgestern? Ja. Verstehst du das? Du nicht. Die wollen das Kind nicht hergeben, die Frau und der Vater. Von dem Vater hat Reu nie etwas geschrieben. Und was machen wir jetzt? Wieder abfahren, was sonst? Mindestens eine halbe Stunde hier warten. Dann werden wir inzwischen essen. Man braucht stimmt schon. Ja, ich konnte aber gestern nichts mehr besorgen. Du fährst doch überall durch und hältst ihn. Ja. Was, du hast die Kirchenglocken. Da ist doch sicher irgendwann doch. Nein, das sind Kuhglocken, Uli. Und wo eine Kuh ist, da ist auch bestimmt die Milch nicht weit. Komm, Jumbo, komm schnell. Kommt. Kommt aber keine. Na eben. Doch, jetzt. Bist du auch ein Schluck, Struppi? Bist du? Ja, pass auf. Na, na. Na, warte mal, ich halte ihn fest. Ja, ja. Die Kuh hat aber furchtbar starke Muskeln. Ja, bind den Schwanz noch am Kopf fest. Geh nicht, Vater, der Schwanz ist nicht lang. Mit einem Bindfaden, du Schäfchen. Hast du einen? Nein. Komm, wir haben auch genug. So. Wir danken Ihnen sehr, meine. So was. So ein Dummkuh. Zur Strafe geben wir hier kein Geld. Komm. Papi? Ja? Darf ich ein paar Blümchen pflücken? Nein. Du bleibst im Wagen. Komm, sonst fällst du mir noch einen Abhang runter. So. Jetzt kriegst du einen Apfel. So. Dann gebe ich dir noch ein Stück Schokolade. Und abends essen wir dann richtig, nicht? Ja, Papi legt sich jetzt ein halbes Stündchen aufs Ohr. Ja? Mhm. Jumbo, komm rein. Hopp, Schläfchen. Marsch. Sonst fällst du mir auch noch in die Schlucht. Was machst du denn da? Ach, ich halte nur den Wagen von hinten fest. Ach, nein. Ach, oh. Suchst du jemanden, Roy? Entschuldige bitte einen Augenblick. Verzeihung, mein Name ist Bentley. Ich erwarte hier eine Dame. Ja, Mr. Bentley, ich habe einen Brief für Sie. Dankeschön. Bitte sehr. Das ist ein tolles Ding. Es sollte eine Überraschung für dich sein, Darling. Von meiner Schwester. Lieber Roy, als ich den Jungen abholen wollte, war sein Vater mit ihm geflüchtet. Ihr müsst euch jetzt selbst um die Angelegenheit kümmern. Ich bin ab übermorgen in Lausanne. Herzlichst, Jane.
Ulis Vater. Der ist wieder aufgetaucht. Ja, aber er hat doch nicht den geringsten Anspruch auf das Kind. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe sehr gut. Der Bursche hat gehört, dass du geheiratet hast und will dich erpressen. Wir sollen ihm sozusagen den Jungen abkaufen. Das kommt bei uns alle Nase lang vor. Glaubst du wirklich? Er wird schon auftauchen und Geld verlangen. Verlass dich drauf. Wir brauchen bloß abzuwarten. Nein, Roy, ich habe keine ruhige Minute, wenn das Kind bei diesem Mann ist. Wir müssen sofort zuvor den Biermann. Natürlich fahren wir gleich nach Deutschland, Gerti. Aber über Lausanne. Wir müssen erst von Jane hören, was eigentlich los gewesen ist. Thank you.
Na, du bettelst wohl gleich mit Hut. Ich tu nicht betteln, ich sammle für meinen Papi. Kleiner, komm mal her. Wie heißt du denn? Uli, und du? Ich heiße Jane. So, hier, das ist gut. Danke, Tante. Beil, ja. So. Ja, komm. Komm, hinterher. Nein, das ist zu auffällig. Ich gehe alleine. Warte im Wagen auf mich. Waschen? Du hast doch gesagt, wir müssen sparen. Ja, aber Wasser gibt's überall umsonst. Aber keine Seife, die werden wir sparen. So, und wenn wir aussehen wie die Ferkel? Dich erkennt man trotzdem, Papi. Aha. Los, in die Klappe. Aber noch nicht schlafen, erst erzählen. Oh, na, was denn? Eine ganz, ganz lange Geschichte und eine neue. Eine neue? Na, also schön, komm, geh erst mal rein. Also, fangen wir mal an. Es war einmal ein Blümchen. Was für ein Blümchen? Naja, ein Gänseblümchen, weißt du, ein kleines, munteres Ding, das nie schlafen wollte. Wenn die anderen Blümchen so am Abend ihre Äuglein zumachten und träumten, dann blieb unser Gänseblümchen immer noch ganz lange wach. Und davon wurde es ganz braun und welk. Es merkte es aber erst, als ein paar Kinder über die Wiese liefen und Blumen pflückten. Und da freute sich unser Gänseblümchen, weil es endlich doch mal in einer Vase an einem Kinderbettchen stehen wollte. Aber die Kinder, die gingen ganz achtlos vorüber. Das Gänseblümchen war ihnen viel zu hässlich. Da erkannte unser Gänseblümchen, wie dumm und wie unvernünftig es gewesen war. Und da wurde es ganz traurig. Und das sah dann die Sonne. Und da bekam sie Mitleid, hüllte sich in Wolken und ließ es tagelang regnen. Und da wurde unser Gänseblümchen wieder, was? Ganz frisch und ganz weiß. Und da war es sehr froh. Es bedankte sich bei der Sonne und versprach, nie wieder spät schlafen zu gehen. Und weil es ein artiges Gänseblümchen war, hat es dieses Versprechen auch redlich gehalten. Und wenn es die Kühe nicht gefressen haben, dann blüht es auch noch heute. So ist es. Also gute Nacht, mein Gänseblümchen. Bitte noch unser Lied. Was willst du noch? Na, jetzt Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Bitte, 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 bitte. Was? Bitte, 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 bitte. Gut. Also, bitte, 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 bitte. Aber ganz kurz. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Hallo, Donald! Hallo, Roy! Wann seid ihr angekommen? Vor einer Stunde. Der Portier gab mir eure Nachricht, dass ihr hier seid. Wo ist Jane? Wie geht es? Na, ausgezeichnet, Roy. Du stell dir vor, wir haben den Kerl, der mit dem Jungen getürmt ist. Was? Ja, ein toller Zufall. Jane ist eben bei ihm. Mensch, Donald, meine Frau fällt dir um den Hals, wenn das war. Ich hab nichts dagegen. Wo ist sie? Im Hotel. Ich hole sie. Ja, ist gut. Ich versuche inzwischen Jane zu finden. Ah! Oh, ist da jemand? Ja. Oh, Miss. Bentley. Bentley. Mit mir haben Sie wohl nicht gerechnet. Sind Sie mir die ganze Zeit nachgefahren? Nein, ich habe Sie ganz zufällig hier entdeckt. Oh, ist ein reizender Zufall. Haben Sie vielleicht auch gleich die Polizei mitgebracht? Noch nicht. Vielleicht lässt sich vernünftig mit Ihnen reden. Warum haben Sie mir damals nicht gleich gesagt, dass Sie der Vater sind? Vater? Was wissen Sie denn? Haben Sie Kinder? Ich bin nicht verheiratet. So. Können Sie auch nicht wissen, was es heißt, für ein Kind zu sorgen, es großzuziehen, es zu lieben. So zu lieben, dass einem alles andere gleichgültig ist. Jetzt kommen Sie und wollen mir den Jungen wegnehmen. Nicht ich. Die Mutter. Ich glaube, dass Uli in den 5 Jahren, die wir zusammen sind, die Mutter nicht entbehrt hat.
Wohin gehst du? Zur Polizei? Ich kann nicht, Donald. Wenn du gesehen hättest, wie verzweifelt der Mann war. Doch, Jane, ich hab's gesehen. Aber du hast nicht gesehen, wie er das Kind bemuttert hat. Beinahe hätte ich geheult. Und was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Der Mann hängt mit einer solchen Liebe an seinem Kind. Und das Kind an ihm. Was soll ich nur tun, Donald? Komm. Ich kann's noch gar nicht glauben, Leute. Jane hat ihn wirklich gefunden. Verlass dich auf Donald, sucht Jane. Sie werden gleich hier sein und... Ah, da sind sie schon. Hallo, Roy, da seid ihr ja. Hallo, Jane. Jane, das ist Gertie. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Gertie, das ist Donald Cosman. Hallo. So, also Kinder richtig begrüßen könnt ihr ja später. Jane, sag schnell, wo ist der Bursche? Weg. Als Jane ihn kam, war er schon verschwunden. Er ist verschwunden? Ja, er muss einen Vorsprung von ein paar Stunden haben. Dann wollen wir ihm doch gleich nachfahren. Das ist ziemlich sinnlos, jetzt in die Dunkelheit hinein. Weißt du wenigstens, in welcher Richtung er gefahren ist? Keine Ahnung. Komm, Gerti. In aller Früh fahren wir los, mach dir keine Sorgen. In dieser Gegend finden wir den Burschen bestimmt bald. Hätte ich es nicht tun sollen? Doch, Donald, ich danke dir. Soll Roy den armen Kerl selbst erwischen. Also vor zwei Stunden, gnädige Frau. Und es war bestimmt ein kleiner Junge dabei. Aber ich sag Ihnen... Sagen Sie, in welcher Richtung fuhr der Wagen? Diese Richtung, nach Montreux. Komm, bitte schnell. Lass mich fahren. Du willst fahren? Da gehe ich lieber gleich ins Krankenhaus. Schneller fahren. Ich komm doch hier gar nicht schneller durch. Roy, hast du was dagegen, wenn wir anhalten und etwas essen? Ich glaube, die Damen haben Hunger. Was? Muss das sein? Ja, bitte. Können wir uns einen kleinen Aufenthalt leisten? Ja, bitte lass uns doch weiterfahren. Entschuldigt, ich muss nur eine Kleinigkeit einkaufen. Er ist nur ein kurzes Stück hinter Ihnen. Ullis Mutter ist bei ihm. Warum sagen Sie mir das? Das weiß ich selber nicht. Fahren Sie auf Nebenwegen weiter. Papi, warum hältst du denn? Was ist mit der Tanze mit dem vielen Geld? Ach, mein Junge. Hörst du jetzt mit uns? Nein, ich habe leider keine Zeit. Du, jetzt habe ich nicht einmal ein Stück Schokolade für dich. Hier, kauf dir eine ganz große Tafel. Ich muss jetzt weiter. Auf Wiedersehen. Ist aber
deine liebe Tante Papi, nicht? Ja, Uli. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mieten wir uns in einem kleinen Hotel ein Zimmer und lassen die anderen an uns vorbeifahren. Hm? Welche anderen? Ach so, nichts. Er weiß jetzt, dass wir dicht hinter ihm sind. Also werden wir heute Nacht hier in einem kleinen Hotel übernachten. Hm? Ja, wie stellst du dir denn das vor? Und Gerti? Lass mich nur machen, Darling. Und sollte dir der Bursche zu sympathisch werden, dann mache ich Beefsteak aus ihm. Aber doch nicht. Na ja, du sieh mal hier, du musst sie um die Gabel wickeln. Ach so. Ja. Mann, oh Gott, nicht mit der Hand. Pass auf, schau her, ich mach dir jetzt vor. Hm? So, oh, pass auf, Moment, mach schon. Pass auf, so, raus und, bist du? Nee, gar nicht. Und du nimmst dich ja auch mit der Hand. Naja, ich wollte ja nur zeigen, wie man es nicht macht. Ne? Mhm. Komm, iss jetzt. Iss. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, wir möchten nur gerne ein Zimmer haben für eine Nacht oder zwei. Jawohl. Geht das? Und können wir unseren Wagen da hinten stehen lassen? Aber selbstverständlich. Ja, danke schön. Sag mal, Papi, warum wohnen wir eigentlich hier? Ja, weil wir endlich mal gründlich reine machen müssen, nicht? Nach dem Essen bringe ich dich auf dein Zimmer und dann gehe ich Wäsche waschen. Darf ich nicht mitwaschen gehen? Nein. Man soll es jetzt nicht zusammen sehen. Warum? Warum? Das erzähle ich dir später mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Weißt du, wir müssen jetzt in nächster Zeit ein bisschen leise sein, ja? Und für so einen lieben Jungen wie dich ist das auch eine Kleinigkeit, oder nicht? Hm? Ja, Papa, hörst du nicht, wie lieb ich bin? Ja, mein Junge. Und komm, wo ist? Mit der Gabel oder mit der Hand ist auch so wurscht, was? Hallo. Das ist ein Deutsch. Na, egal. Hallo, ich angle hier. Sieh mal an, und ich wasche hier. Aber Sie vertreiben die ganzen Fische. Ja, ich will ja auch keine fangen. Mal vor Ihnen hier, Herr. Ja, Sie können auch vor mir wieder gehen. Donnerwetter, es gibt ja überhaupt nicht genug andere Plätze zum Waschen. Ja, zum Angeln auch. Oder haben Sie die Fische hierher bestellt? Sie sind ein hartnäckiger Bursche. Der geborene Angler. Schade, dass Sie nicht eine geborene Waschfrau sind. Sonst könnten Sie mir helfen. Dauert das bei Ihnen noch lang? Nur zwei Unterhosen lang. Aber kurze. Still, ein Biss. April. Ja, das kommt vor. Hm. Haben Sie schon was gefangen? Leider nein. Wollen Sie mal probieren? Ja, danke. Gern. Ich habe eigentlich Angel gemeint, aber macht nichts. Prost. Darf ich auch Prost. Mal? Bitte. Nehmen Sie sich die zweite Angelrute. Sie sollen mal sehen, wie das die Nerven beruhigt. Ja. Haben Sie das nötig? Und auch meinem Freund hat man heute die Autoschlüssel geklaut. Jetzt sitzen wir in diesem Nest fest. Aha. Und was nun? Weit ausholen und ins Wasser werfen. Ja? Ihre Hose hat angebissen. Müssen Sie mir erst mal nachmachen. Hm? Halten Sie mal meine Ange. Ja? Bringen inzwischen Ihre Beute in Sicherheit. Ja. Spüren Sie die Ruhe, die von so einer Ange ausgeht? Im Gegenteil, da zieht irgendeiner dran. Los! Was? Anhauen! Ja? Na bitte, da muss bloß der richtige Mann kommen. So. Prost! Prost! Sollen wir mal sehen? Wer den nächsten fängt. Na bitte. Oh, pst. Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Hey, da Sie, wir angeln hier. Sie wollen wohl die Fische vertreiben. Verschwinden Sie hier. Gibt noch andere Plätze zum Waschen. Avanti! Los, ab! Hallo! Oh, was sich die Leute gegenüber uns Anglern erlauben, was? Unerhört. Ja. Prost. Prost. Werden die Fische wohl endgültig verschwunden sein. Das glaube ich nicht. Vor Sonnenuntergang beißen Sie am besten. War es schon so spät? Oh, da muss ich leider nach Hause. Schade. Haben Sie Familie? Ja. Nehmen Sie doch den Fisch mit. Oh ja, danke. Gern. Vielleicht sehen wir uns noch, was?
Wird nicht freuen. Petri Heil. So, haben wir denn noch Spiritus? Ja. Der hat Augen wie Tante Biermann, siehst du? Ja, gut, dass er das nicht hört. Wollen wir in Tante Biermann taufen? Na, kurz vorher noch taufen, ich weiß nicht. Ach nein, du willst ihm doch nicht etwa den Bauch aufschneiden. Na ja gut, lebendig können wir ja nicht essen. Ach nein, Papa, dann essen wir lieber mehr Spaghetti. Ich habe mich schon so gut mit ihm angefreundet. Na ja, ist mir auch lieber. Aber da muss ich noch Brot jetzt kaufen, ja? Mach mal keine Dummheiten mit Tante Biermann. Nein. Die schmeißen wir morgen wieder ins Wasser. Senior Bentley, der Mechaniker hat eben den Schlüssel für den Wagen Ihres Freundes gebracht. Danke, hoffentlich passt er auch. Sagen Sie, wo ist der Mann, dem dieser Wagen gehört? Dem Herrn von Zimmer 3. Da kommt er gerade. Was? Der? Hey, Sie! Oh, hallo. Wohnen Sie auch hier? Mein Name ist Troy Bentley. Ja, es freut mich, aber umso förmlich. Mein Name ist... Moment, Bentley? Bentley, haben Sie gesagt? Ah, der Name ist Ihnen nicht unbekannt. Sie haben den kleinen Uli entführt. Kommen Sie, kommen Sie. Moment, Moment, Moment. Wollen Sie von mir? Das wissen Sie, den Jungen. Wie viel verlangen Sie? Eigentlich sollte ich Sie zu einem Wrack schlagen. Wenn ich es nicht tue, so nur meiner Frau zuliebe. Sie sollen mir nicht vorwerfen, dass ich aus dem Vater Ihres Kindes einen Krüppel gemacht habe. Also, wie viel? Geld? Ich will kein Geld. Aber deswegen sind Sie doch mit dem Jungen getürmt. Um Geld für ihn zu bekommen? Ja, warum denn sonst? Vielleicht aus Vaterliebe? Ich bin nicht der Vater. Was? Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Ja, warum sind Sie dann mit dem Jungen geflohen? Weil ich ihn nicht hergeben will. Er ist mein Junge. Ich habe ihn großgezogen. Er ist alles für mich. Sie können den Jungen haben, Mr. Bentley. Aber vorher müssen Sie mich zu einem Wrack schlagen. An die Mutter denken Sie nicht? Ach, ich kenne sie nicht. Seit Jahren habe ich gehofft, dass sie nicht mehr zurückkommt. Irrtum. In Amerika wird einem das Geld auch nicht nachgeworfen. Deshalb konnte sie nicht herkommen. Damit Sie alles wissen, meine Frau hätte mich nicht geheiratet, wenn ich nicht einverstanden gewesen wäre, dass sie das Kind mit in unsere Ehe bringt. Was Sie für den Jungen getan haben, kann Ihnen kein Mensch auf der Welt gut machen. Aber das alles ist nichts gegen das Recht deiner Mutter. Und ich habe kein Recht. Nein. Ja, Sie haben schon ein Recht, aber noch mehr Pflichten. Ich soll also den Jungen hergeben. Ja. Was ihn an Liebe bei der Mutter erwartet, ist doch nicht weniger als bei Ihnen. Wenn Sie wirklich das Beste für den Jungen wollen, gehen Sie jetzt zu ihr. Sie ist in Ihrem Zimmer. Ich glaube, ich weiß, wie schwer es für Sie ist. Das können Sie nicht wissen. Grübeln Sie nicht lange. Je schneller Sie handeln, desto besser. Für Sie, für den Jungen und für die Mutter. Vergessen. Schade, ich habe mich so gefreut, Tante Biermann zu füttern. Vielleicht habe ich eine viel größere Freude für dich. Da bin ich mal gespannt. Was würdest du sagen, wenn auf einmal die Mami da wäre? Die Mami? Die ist doch in Amerika. Sie ist hier, im Hotel. Da im großen Flugzeug ist sie gekommen. Glaubst du, ob sie mir was mitgebracht hat? Bestimmt. Vielleicht darfst du sogar mit nach Amerika fahren. Da gibt es richtige Indianer und Bären, die man vom Auto aus mit Zucker füttern kann. Oh, fein. Möchtest du das nicht gern mal ansehen? Ja, Papi, wann fahren wir denn? Na, vielleicht schon bald. Das heißt, du fährst. Und ich komme danach, weil ich hier noch zu tun habe. Dann warte ich auch so lange. No, da wird die Mami aber sehr traurig sein. Sie freut sich schon so darauf, dir alles zu zeigen. Wie sieht sie denn aus? Wie Tante Biermann?
Mehr so wie Tante Jane. Der ist ja auch so lieb. Die Mama ist doch das Liebste, was ein Kind haben kann. Aber für mich bist du das Liebste. Papi, ich bleib bei dir. Wenn ich aber dann sagen würde, bitte, bitte, lieber Uli, mach der Mami die Freude und fahr mit nach Amerika. Ja, aber nur, wenn du bald kommst. Ja, ich komm. Wollen wir jetzt zu ihr gehen? Ja, wir werden sie uns mal angucken. Ein völlig fremder Mann? Nicht der Vater? Für uns ist er fremd, Gerti. Für deinen Sohn ist er der Vater. Wo bleibt er denn mit dem Kind? Lass ihm noch etwas Zeit. Ich kann verstehen, dass es ihn umgeschmissen hat. Entschuldige, aber ich muss an den Cognac trinken. Herein. Mich nur so. Du weinst ja auch, Papi. Dummer Kerl. Meine Augen schwitzen nur. Du gestattest, ich bin der Onkel Rory. Darf ich dich mal auf den Arm nehmen? Deine Augen schwitzen ja auch. Ist es hier so heiß? Im Gegenteil, mich friert. Danke. Er kommt gleich wieder. So, und wir wollen inzwischen mal sehen, was die Mami ihrem Uli aus Amerika mitgebracht hat. Jumbo, Jumbo! Schlaf schön, mein Jumbo. Warst du auch artig heute? Bestimmt. Ja, lass mal fühlen. Also, was willst du denn hören? Eine Geschichte oder Papis Lieblingslied? Also schön, dann sing ich. La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Baby schlafen. Drum schlaf auch du. Pepe. Pepe. Teddy. Teddy. Nu, was ist denn passiert? Seit wann trinkst du denn Milch? Ach, die Biermann hat schon immer gesagt, nimmt noch mal ein schlimmes Ende mit mir. Malheur gehabt? Ja, klar, im Suff natürlich. Was denn? Fräulein Biermann hat mich geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Weg, du Feigling. Seitdem trinke ich nur noch Milch, damit wenn nicht noch was Schlimmeres passiert. Kerlemke, nein, wie ich mich freue. Ich sag's ja immer, wer nie weggeht, kehrt nie heim. Na, Sie haben ja meinem Mann und mir einen schönen Schrecken eingejagt. Wo ist denn Uli? Bei seiner Mutter. Seit einer Woche. Die wird wohl bald bei Ihnen erscheinen. Ja, wieso denn? Kommt er denn nicht mehr zurück? Nein, nie mehr. Armer Teddy. Ich werde den Uli nie vergessen können. Teddy. Ich habe keinem Menschen gesagt, dass du weg warst. Was wird mit deinem Engagement? Ich bitte dich. Du willst nicht? Nein. Wenn du was sagen, mein Junge.
Ich hätte dich damals verprügeln können, wie du weggefahren bist, aber jetzt werde ich dich verprügeln, wenn du hier bleibst. Was kann ich zu lachen? Ich mach das. Ich trau das sogar zu. Was würde denn sein, wenn du bleibst? Du würdest warten. Dein ganzes Leben lang warten auf Uli, der nicht mehr wiederkommt. Aber auch auf dich warten Tausende. Mensch, Hunderttausende, die du um ein Geschenk betrügst, das nur du ihnen geben kannst. Das schönste Geschenk, das man den Menschen machen kann. Lach. Teddy. Alter Zirkusgaul. Alle hopp. Thank you.
Bravo. Na, zufrieden? Na, Sie haben auch einen Grund. Jetzt wissen Sie doch hoffentlich wieder, wo Sie hingehören. Papi, so einen schönen Spaß heute hast du noch nie gemacht. Uli, wir mussten die Abreise um einen Tag verschieben. Uli wollte Sie unbedingt auf der Bühne sehen. Wann fahren Sie? Heute Nacht noch mit einem ganz, ganz großen Schiff. Und wann kommst du? Bald. Spielst du auch nicht? Nein, ist gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Uli. Wiedersehen. Wiedersehen, Papi. Sie müssen doch glücklich sein. Los, Zugabe!